Griffkraft und Muckis sind hier gefragt bei der Bauzaun-Challenge in Wolfenbüttel. Wie der Name verrät, muss hier ein Zaun aufgestellt werden, und zwar so schnell es geht. Kim Steinmetz vom Team Summertime Festival will den Pokal nach Hause holen und sie ist bestens vorbereitet. Ehrlicherweise gar nicht, bis auf, dass ich mir neue Schuhe gekauft habe und gesagt habe, okay, wir rocken das irgendwie. Ich habe in den letzten Jahren ja schon viele Bauzäune gestellt und ich dachte, das kriegen wir schon hin. Denn die junge Frau arbeitet seit Jahren ehrenamtlich für Festivals und daher kennt sie das eben. Zunächst einmal die Regeln vom Veranstalter, der Wolfenbütteler Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft. Wir haben immer Teams, 5 Personen plus bis zu 2 AuswechselspielerInnen, die antreten. Immer 5 dürfen aktiv sein und es wird dann 50 Meter Bauzaun aufgebaut. Wie man das macht, ist einem selbst überlassen. Wichtig ist, dass alle Zäune in einer geraden Linie stehen, dass sie dann sicher verschält werden. Das Ganze machen wir hier mit Schlagschraubern und anschließend wird das abgenommen und nach der Abnahme, wenn alles sauber verschält ist, wird wieder zurückgebaut. Bauzaun Time! Bau! Und los geht es mit dem Gebuckel. Ein Bauzaunteil wiegt 16 Kilo, ist 3,50 Meter breit und 2 Meter hoch. Auf die 50-Meter-Strecke passen 14 davon. Die Beschwerungssteine wiegen schlappe 26 Kilo. Für Auf- und Abbau müssen die Teams also ein Gesamtgewicht von 1,3 Tonnen hieven. Hei, hei, hei. Abstechen! Oh, Max! Nicht einfach fallen lassen! Näher ran, näher ran, näher ran! Drin? Der Adrenalinspiegel ist sehr hoch auf jeden Fall. Anstrengend, aber auch spaßig. Wir sind aufgeregt, aber bisher sieht es ja gut aus. Das Ganze müssen Kim und Co. gleich 2-mal machen, denn sie sind mit die Schnellsten und kommen ins Finale. Auch hier sitzt jeder Handgriff. Nach 8 Minuten und 58 Sekunden ist für Kims Truppe der Kraftakt durch. Verdammt anstrengend. Aber hat Spaß gemacht und das Team hat gut funktioniert. Also. Ja, aber jetzt hier in der prallen Sonne, man stellt sich nicht vor, wie schwer diese Zäune und Steine sind. Ach, ja, ich kann nicht mehr. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende stehen Kim Steinmetz und ihr Team auf Platz 1 mit Weltrekord. Dafür gibt es natürlich einen Pokal, die goldene Bauzaunschelle. Hey! Dafür ist er nicht ausgelegt. Und 500 Euro Preisgeld für den guten Zweck gibt's obendrauf. Das spendet die Crew an das Summertime Festival, das sie hier vertreten, an den Verein Kulturwunsch Wolfenbüttel und an ihren Finalgegner, die DLRG.